Leute, als ich letztens dieses Foto auf Instagram gepostet habe, haben mich sehr viele von euch nach einem Look dazu gefragt und heute kommt er zusammen mit einer Abendroutine. Und das ist das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe eine Foundation ohne Lichtschutzfaktor benutzt, weil die immer ganz gut aussehen, auch wenn man mit Blitz fotografiert. Und das ist jetzt eine von Essence, das ist das Stay All Day Make-up. Und ich finde, es hält wirklich schön lang und deckt eben auch noch ganz gut dazu ab. Und als Nächstes habe ich Concealer aufgetragen. Auch richtig, richtig wichtig, wenn ihr auch nur daran denkt, Smoky Eyes zu schminken. Also es sollten wirklich keine Schatten unter den Augen sein und auch Hautunreinheiten solltet ihr gut abdecken. Damit das Ganze auch gut hält, habe ich es noch mit Puder gesettet. Das ist jetzt eines, das ich relativ neu habe und gerade austeste von MAC, das Studio Fix Powder. Und das habe ich einfach auf meinem gesamten Gesicht aufgetragen. Und dann finde ich es gerade jetzt bei diesen Smoky Eyes ganz praktisch, wenn man vorher schon die Augenbrauen macht, bevor man mit Lidschatten und so anfängt. Ich erkläre euch gleich warum. Benutzt einfach das, was ihr zu Hause habt. Also ich habe hier jetzt so ein Augenbrauenpuder von Essence, aber das gilt natürlich für alles, was ich benutze. Nehmt einfach das, was ihr zu Hause habt. Okay, und das ist jetzt der Grund, weshalb ich erst meine Augenbrauen gemacht habe, bevor ich mit dem Rest angefangen habe. Ich nehme jetzt so ein bisschen Tesafilm und betatsche das so ein bisschen mit meinen Puderhänden, damit es nicht mehr ganz so stark klebt. Und jetzt klebe ich das vom Außenwinkel meines Auges bis zum Ende meiner Augenbraue hin. Und das ist jetzt so eine Art Schablone für den Lidschatten, den ich gleich auftragen werde. Und deswegen wollte ich, dass wir die Augenbrauen halt vorher fertig machen, damit wir ungefähr wissen, wie lang sie werden. Und dann fange ich mit Lidschatten an. Und zwar trage ich jetzt erst einmal als Base einen schwarzen, relativ matten Creme-Lidschatten auf. Das ist einer von Maybelline. Und der kommt jetzt einfach über das gesamte bewegliche Lid. Das muss auch im ersten Moment gar nicht so hübsch aussehen. Hauptsache, das Auge ist so ein bisschen verdunkelt. Und dann habe ich diese lila Farbe von Essence benutzt. Das ist die Farbe 56, Hyped Up. Und die trage ich jetzt mit dem Finger auf, weil ich finde, dass man so am meisten Produkt auf das Lid auftragen kann. Und ich habe die Farbe einfach so lange geschichtet, bis mir das Ergebnis gut gefallen hat. Dann habe ich einen kleinen Pinsel genommen, weil ich die Farbe, die jetzt kommt, nicht zu großflächig auftragen wollte. Also ich habe einfach aus meiner Mixpalette ein bisschen Schwarz mit Braun zusammengemischt und das kommt jetzt in die Lidfalte. Als Nächstes habe ich einen Lidstrich gezogen und dazu könnt ihr einfach jeden schwarzen Eyeliner oder Kajal nehmen, den ihr zu Hause habt. Ihr könntet auch Silberglitzer oder sowas machen. Also ich meine, das ist immerhin ein Party-Look. Ich habe mich jetzt einfach für Schwarz entschieden. Und dann konnte ich das Tesa auch schon abmachen. Und wie ihr sehen könnt, dadurch entsteht halt so eine richtig schöne scharfe Kante. Und ich glaube, ohne das Tesa hätte ich das nicht hinbekommen. Dann konnte ich unten noch so ein bisschen das Auge zu Ende machen. Also ich habe noch ein bisschen Farbe da aufgetragen. Und dann die Wimpern in Form biegen. Und die Wimpern natürlich auch noch tuschen. Ihr könntet auch noch falsche Wimpern auftragen. Ich glaube, das würde zu diesem Look echt gut aussehen, aber irgendwie ist das nicht so meins. Deswegen habe ich jetzt erstmal diese Mascara hier von Yves Saint Laurent benutzt. Die macht echt richtig, richtig voluminöse und lange Wimpern. Sie verklumpt sie auch so ein ganz kleines bisschen, aber irgendwie auf eine echt schöne Art, besonders für so einen Abendlook. Und weil diese dunklen Farben das Auge natürlich so ein bisschen verschließen, habe ich jetzt noch einen hellen Kajal genommen. Der kommt jetzt von Max Factor. Das ist die Farbe 090 und das kommt jetzt auf die untere Wasserlinie. Und auch noch, um so ein bisschen Glanz in das Ganze zu bringen, habe ich mir eine Highlighterfarbe zusammengemischt. Und die kommt jetzt einfach unter die Augenbraue und in den inneren Augenwinkel. Als Nächstes noch ein bisschen Bronzer. Das ist jetzt einer von P2. Und ich finde den richtig schön. Also der ist schön günstig und gibt echt eine schöne Farbe ab. Ein bisschen Rouge darüber aus der Hello Autumn Limited Edition von Essence. Und als Letztes noch Lipgloss. Ihr könntet natürlich auch irgendwas Nude-Farbenes nehmen, aber ich mag es immer noch ganz gerne, etwas Farbe auf den Lippen zu haben. Und das ist jetzt Strawberry Parfait von den Butterglossen. Und dann war das Make-up auch schon fertig. Kommen wir zu den Haaren. Das Erste, was ich immer mache, bevor ich mit meinem Glätteisen in meine Haare reingehe, ist immer Hitzeschutz benutzen. Das ist echt super wichtig, also vergesst das nicht. Und wenn das Ganze dann getrocknet ist, dann mache ich mir so kleine Wellen, vor allem so in die Spitzen von meinen Haaren. Das geht echt super einfach. Also ich drehe das Glätteisen einfach so ein bisschen vom Gesicht weg und dann entstehen halt diese Wellen. Dann machst du ein bisschen Trockenshampoo, um den Haaren ein bisschen mehr Volumen zu geben. Das kommt jetzt von Batiste und das ist leicht getönt. Also wenn ihr etwas dunklere Haare habt, so wie ich, dann ist das echt super, weil es keinen weißen Film hinterlässt.
Und das war's dann mit den Haaren und dann habe ich noch ein bisschen meine Nägel lackiert. Und das war dann auch schon der gesamte Look von dem Foto. Ich hoffe sehr, dass er euch gefällt. Ist für mich auf jeden Fall mal was anderes und ein bisschen dunkler, als ich mich normalerweise schminken würde. Aber das passt natürlich ganz gut, wenn man irgendwie abends mal weggehen möchte oder so. Und es ist mal eine schöne Abwechslung. Okay, Party, Party, Party und kleiner Sprung. Und jetzt sind wir nach der Party wieder zu Hause. Und was da natürlich super, super wichtig ist, ist sich abzuschminken. Also vergesst das nicht. Das ist wie mit dem Hitzeschutz. Das kann echt die Haut ein bisschen kaputt machen und zu Hautunreinheiten führen und so. Und ich benutze jetzt einfach zum Abschminken Kokosöl. Und ich habe meine Hände dreckig gemacht, bevor ich es geschafft habe, mir einen Pferdeschwanz zu binden. Deswegen musste mein Freund das machen. Aua, süß! Kokosöl ist super fürs Gesicht, besonders dann, wenn man so viel Make-up aufgetragen hat, wie ich es heute gemacht habe. Und ihr könnt es dann zwar nicht hundertprozentig mit Wasser runterbekommen, aber ich gehe jetzt einfach noch mit ein bisschen Micellenwasser über das Gesicht und das holt dann so den ganzen Ölfilm noch runter und dann seid ihr auch ganz schnell abgeschminkt. Noch ein bisschen Augencreme, das ist immer noch die Vitamin E Augencreme aus dem Body Shop. Und dann noch etwas Gesichtscreme und die habe ich jetzt zum ersten Mal benutzt. Also das ist diese hier von Nivea. Und dann noch etwas für die Lippen. Und zwar ist das dieses Be Natural Mango Lippenbalsam und das riecht so, so gut. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich auf irgendeiner Geburtstagsfeier oder irgendeiner Feier, wo auch immer war, ich habe abends immer noch Hunger, vor allem, weil man so spät halt zurückkommt. Und normalerweise würde man da wahrscheinlich schlafen und deswegen habe ich mir jetzt einfach noch etwas vom Nachmittag so warm gemacht. Zum Glück hatte ich etwas übrig und meistens mache ich es so, dass ich mich dann mit dem Bett ins Essen, mit dem Essen ins Bett lege. Und ehrlich gesagt, ich mache das relativ häufig, nicht nur wenn ich von der Party zurückkomme. Dann natürlich nicht vergessen Zähne putzen und weil ich ein Streber bin, auch noch Zahnseide zu benutzen. Konnte ich mich auch schon schlafen legen. Gute Nacht. Dämlicher Spiegel. Dämliche Decke. Dämliche Fernbedienung. Überraschung, hier bin ich wieder. Ihr könnt jetzt entweder rechts oder links für eines meiner letzten beiden Videos klicken und ich hoffe, wir sehen uns dann da wieder oder in meinem nächsten Video. Ciao!